Heute zeige ich euch, wie man Acrylfugen richtig zieht zwischen Trockenbaudecke und Mauerwerk. Viel Spaß beim Video. Ja Mann, ich richte die Druckbude zur Traumwohnung her. Zum Ausspritzen der Acrylfugen verwende ich von Otto das Otto Seal A205. Ist ein Premium-Acryl-Dichtstoff. Und warum müssen wir eigentlich Acrylfugen ziehen zwischen Trockenbaudecke und Mauerwerk? Na ganz einfach, das sind zwei unterschiedliche Materialien und die arbeiten natürlich. Und dass uns keine Risse bzw. wie eine schöne Fuge in den Anschlüssen bekommen, spritzen wir es mit Acryl aus. Wir haben unseren Acryldichtstoff jetzt in Weiß. Es gibt aber auch verschiedene Farben, die findest du in der Otto-App. Und falls du nicht weißt, wie viel Acryl du brauchst für deine Baustelle, gibt es einen Verbrauchrechner auf der Otto-Webseite. Dank seiner flexiblen Eigenschaften ist das Premium-Acryl auch für größere Fugenbewegungen geeignet. Er ist überstreichbar und vergilbt oder vergraut auch nicht. Das Otto-Seal A205 ist die perfekte Wahl für Anschlussfugen im Innenausbau, an Decken und Wänden. Ach und übrigens, das Otto-Seal A205 gibt es seit diesem Jahr in der nachhaltigen Rezyklat-Kartusche. Leicht zu erkennen, denn die Kartuschen sind grau, wie bei uns auch. Die neuen grauen Kartuschen erhalten mindestens 40% recyceltes Altplastik. Ist doch super, oder? So, jetzt habt ihr genug über den Dichtstoff kennengelernt. Jetzt gehen wir an die Fuge und ich zeige euch, wie es funktioniert. Bevor wir anfangen, gebe ich euch den ultimativen Lifehack von mir für Acrylfugen ziehen. Und zwar, schaut jetzt dumm aus, aber ich klebe immer mein Bein ab. Dafür verwende ich einfach die Klebebänder von Clip Tape. Und jetzt, wenn ich die Acrylfuge ziehe und mit dem Finger abziehe, kann ich das ganz einfach in der Hose abwischen, ohne dass ich mir die Hose versaue. Jetzt erkläre ich es einmal kurz. Wir haben hier die Trockenbaudecke und hier das Mauerwerk. So. Wir wollen jetzt hier die Acrylfuge ziehen. Wir wollen natürlich, dass auf beiden Seiten gut abgezogen ist, sodass wir keine Ränder haben. Und es muss natürlich auch eine gute Haftung haben an Trockenbaudecke und an dem Mauerwerk. So. Die Spitze vom Acryl, die habe ich mir schräg abgeschnitten, sodass ich meine Fuge optimal ziehen kann. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir gleichmäßig das Acryl ziehen. Nicht einmal dicker, einmal dünner, weil dann haben wir am Ende so einen Barz am Finger und das wollen wir nicht. Also auch schön fein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das muss man einfach ins Gefühl kriegen. Hört's her, da ist zum Beispiel jetzt ein Dreck von der Decke drin, den kann man mal da raus machen. So, jetzt ziehen wir es ab. Dafür einen Finger verwenden. Ich habe es früher immer mit Handschuh gemacht, aber da habe ich immer richtig Anschiss bekommen von meinem Opa. Der hat mich auch Maler gelernt. Deswegen immer ohne Handschuhe abziehen. Und jetzt mit wenig Druck einmal entlang ziehen. Da, wo noch was fehlt, einfach nochmal drüber ziehen. Oder gegebenenfalls dann nochmal nachspritzen. Das Gute ist, wir haben hier mit Trennfix von Knauf gearbeitet. So haben wir schön ans Mauerwerk ranspachteln können und habe jetzt auch nicht so eine breite Fuge, die wir ausblitzen müssen. Deswegen geht das ganz gut. Und außerdem ist die Kartuschenpresse, die ich da vor Ort bekommen habe, auch richtig geil, weil wenn man da einmal drückt und es hält, dann kommt immer gleichmäßig der Dichtstoff raus. Und ihr kennt ja diese günstigen orangen Spritzen. Da musst du immer wieder nachdrücken. Und bei der drückst du einmal, sodass du eine passende Menge hast, hältst es dann und dann kommt dauerhaft dieselbe Menge in Acryl raus. Geil, ne? Was es nicht alles gibt mittlerweile. Die ist natürlich auch geeignet für Klebstoffe, Silikon, alles Mögliche. Und jetzt halt hier kommt das zum Einsatz. Ich kann da meinen Finger abputzen, kann da auch die Kartuschenspitze quasi reinigen, sodass wir immer wieder eine optimale Fuge ziehen können. What a Lifehack. Wichtig ist vor allem auch, dass das Ganze staubfrei ist. Deswegen haben wir die Wand und die Trockenbaudecke davor grundiert. Das Ganze wurde schon einmal gestrichen, hier die Wand. Und hier ist die Gelgrundierung von Genova drauf. Das bindet den Staub und so kann man dann auch optimal Fugen ziehen. Falls ihr staubige Wände habt und dann die Acrylfugen ziehen wollt, dann wässert das Ganze einmal mit einem Pinsel vor, um den Staub ein bisschen zu binden. Und dann könnt ihr die Acrylfugen aufziehen. Und genauso könnt ihr es natürlich auch zwischen Mauerwerk und Mauerwerk machen oder zwischen Trockenbau und Trockenbau. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben beim Fenster ausspritzen. Und zwar mache ich immer so, erst einmal die Wand streichen, dann ausspritzen und dann nochmal streichen. Also, dass ihr nicht direkt beim ersten Mal streichen gleich ausspritzt, weil wenn das Acryl dann quasi erhärtet und ihr dann nach dem zweiten Mal das Klebeband abziehen wollt, dann reißt, also dann franzt die Fuge aus, weil das Acryl halt schon trocken ist und auf dem Klebeband quasi haftet. Deswegen erst streichen, dann ausspritzen, dann nochmal streichen. Dann habt ihr eine schöne Fuge zum Fenster. Otto hat seit kurzem eine neue wohngesunde Produktlinie. My Green Home Dicht- und Klebstoffe. Das sind drei Produkte, mit denen ihr unzählige Projekte an eurem Haus erledigen könnt.
Und das auch noch wohngesund geprüft. Hier habe ich zum Beispiel das neue Acryl von My Green Home. Es ist gut überstreichbar, einfach zu verarbeiten und für innen und außen. Wenn ihr all diese Produkte bestellen wollt, könnt ihr das ab sofort über einen Online-Shop. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Viel Spaß bei euren Do-It-Yourself-Projekten. Die Frage, die sich einige stellen, ist sicher auch, nach dem Acrylisieren direkt streichen oder erstmal ein bisschen stehen lassen, sodass die Fuge erhärten kann und dann streichen. Da streiten sich die Geister. Aus Erfahrung heraus kann ich euch sagen, dass jetzt bei nicht so hochwertigen Acrylen, wenn man direkt drüber streicht, auf jeden Fall die Fuge Risse bekommt. Sieht dann natürlich nicht so schön aus. Wir haben jetzt hier natürlich ein Premium-Acryl. Ich überstreiche das jetzt in dem Fall direkt. Könnt ihr euch ja dann selber überzeugen. Schaut einfach die nächste Folge an und dann seht ihr, ob es gerissen ist oder nicht. Da sieht man nämlich das Endergebnis. Und genau, also im Endeffekt muss man das einfach selber wissen, wie man es machen will. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe beides schon gemacht. Funktioniert auch beides, wenn man hochwertiges Acryl hat. Deswegen seid ihr froh im Hals. Ihr wisst Bescheid. Bei der Kartoffel gibt es übrigens auch hier hinten so einen Knopf. Da drückt man drauf, nimmt die Spannung raus, dann läuft es da vorne nicht mehr nach. Otto hat natürlich auch mitgedacht, die haben gleich noch Reinigungstücher, weil nach einer Zeit schaut der Finger so aus und dann kann man einfach keine schönen Fugen mehr ziehen. Gibt natürlich auch noch ein Tool, den Fugenfuchs. Ich mache das immer gerne mit dem Finger. Ich sehe, da geht es auch super ab wieder. Von meinem Abziehfinger hänge ich mir gleich daher. Für den Notfall. Wenn ihr da mit der Fuge noch zufrieden seid, dann könnt ihr gerne auch noch mal was auftragen, so wie ich jetzt. Einfach noch mal abziehen. Die Tube hat jetzt gereicht. Ich habe jetzt mit einer dreiviertelten Tube die komplette Trockenbaudecke und Anschlussfugen machen können. Ich zeige euch jetzt noch, wie man eine neue Tube anschneidet. Hier haben wir die neue Tube. Im Prinzip, wenn man jetzt von einer alten auf eine neue Tube wechselt, kann man oben die Spitze übernehmen, indem man die einfach abschraubt. Da ist jetzt noch was drin ein bisschen, das mache ich dann wieder rückgängig. Aber, nur um es euch mal zu zeigen, wo ist mein Messer? Schneide ich das oben ab, verziere das Gewinde noch, da kann ich dann halt die Spitze draufschrauben, schraube mir die Spitze drauf und das mache ich jetzt aus dem Grund mit der alten, weil da noch Acryl drin ist und das können wir ja noch verwenden. Dann mache ich die Spitze sauber. Ich habe jetzt eine saubere Spitze und kann die einspannen und direkt weiterspritzen, ohne dass ich jetzt nochmal Material vorpumpen muss. Ja, das war's im Prinzip schon. Wir sind fertig, wir haben die Trockenbaudecke ausgespritzt. Jetzt geht's weiter mit dem Streichen der Trockenbaudecke. Das ist die nächste Zwischenfolge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich helfe euch da gerne weiter. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder beim Wohnungsprojekt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Abonniert kostenlos. Ciao, euer Tobi.